Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Oh, was sehen meine entzündeten Augen? Eine Kiste und Haufen Zeugs. Ihr hättet nie herkommen. Den habe ich gar nicht gesehen. Ach, jetzt hau mich doch nicht jedes Mal. Tja, und auch den habe ich abgestochen. Dietrich Gold. Schlüssel zur Glutspittermine. Und einen süßen Kuchen. Ah, toll. Toll. Hier gibt es nur einen Eimer. Da will ich rein. Mit Schlüssel zur Glutspittermine aufgeschlossen. Goldbeutel, Goldmünzen. Und ein Zauberbuch. Hellsehen. Die nehme ich auch mal mit. Mora Tapinella. Pilze für die Suppe. Und was gibt es hier in der Truhe? Dietrich Gold. Raserei. Amulett von Dibella. Plus 15 auf Redekunst. Nicht schlecht. Weiß zwar noch nicht viel, was ich das brauchen könnte, aber immerhin. So. Da vorne steht auch einer. Schon mal interessant zu wissen, dass das keiner checkt, dass ich hier die Fackeln ausmache. Was? Du kannst mich doch gar nicht gesehen oder gehört haben. Kack, jetzt kommt die hoch. Lass. Ja. Und schon wieder Level Up. Cool. Gold. Und nur Scheiß. Gut, der da vorne hat es noch nicht gecheckt. Geldbeutel. Schlafsäcke. Ja, sobald ich da jetzt runtergehe, wird wahrscheinlich jemand Alarm schlagen. Deswegen rutsche ich jetzt hier runter. Und mach sofort die Fackel aus. Eisenerz. Bogenschütze hier oben. Tja, sauber weggewichst. Böser Bube. Verdammt. Was wollt ihr machen? Hä? Was ich machen will, dich töten. Au! Niemand schneidet mir den Nippel weg. Leichte Rüstung schmieden. Schmiedekunst verbessert auf 21. Das Schmieden leichter Rüstungen von Rebus Sarvani. Es gibt zwei Arten leichter Rüstungen. Die aus Metall und die aus anderen Materialien. Elfen- und Vulkanglasrüstungen zählen zu den metallischen. Dass Vulkanglas tatsächlich ein Metall ist, mag viele überraschen. Aber wie bei so vielen darf man auch hier nicht nach dem Aussehen urteilen. Vulkanglas hat nichts mit dem Material zu tun, das in Häusern für Fenstern verwendet wird. Diese grünliche Substanz ist weitaus robuster und verfügt über einen wesentlich höheren Sammelpunkt. Bla 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 bla, das sind noch 10 Seiten. Gut, ich hab's gelesen. Falls ich sie in die dicken Bücher lesen soll, hinterlasst mir einen Kommentar. Andernfalls werde ich das wohl eher nicht vorlesen. Ach, den habe ich von der Brücke geschossen. Ja, wie cool ist denn das? Dietrich Gold, grüner Apfel. Ah, ja, Bogen. Ja. Aber ich hatte noch Pfeile dabei. Also Pfeile 16 Stück. So. Mache ich alles wieder aus. Die mache ich auch aus.
auch aus. Wo bin ich denn hier? Muss mich nicht gleich jeder sehen. Da gibt's Gold. Rubin, Granatstein. Und eine Truhe mit Gold und einem Silberbarren. Und Kaninchen. Davon kriegt man Nahrung. Fasanenbrust, Hähnchen, Kaninchenkeule und so weiter und so fort. Skiverfell. Brot nie schlecht. Wein. Kartoffel. Jetzt habe ich wieder den ganzen Korb genommen, wie schon mal. Ich will keinen Korb. Fallen lassen. Was haben wir hier noch? Nicht. Und mein Schleichen ist anscheinend noch nicht so gut, dass ich jetzt... Sieht nach Falle aus irgendwie. Mein Schleichen noch nicht so gut, dass ich jetzt überall so durchkomme, dass mich keiner hört. Anscheinend... Ach, da ist die Mine schon aus, da geht's nach Himmelsrand. Und da sind wir wieder im Freien. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier war die Mine. Ich bin hier einmal durch. Dann müsste ich... Ach, da vorne ist Flusswald. Coole Sache. Dann brauche ich auch gar nicht mehr extra zurücklaufen, wenn da schon Flusswald ist. Macht die Sache für mich natürlich etwas einfacher. Dann stecke ich den Bogen mal weg und laufe zurück in die Stadt, denn wir haben einiges zu verkaufen. Geht es zurück ins Handelskonto. Und wenn ich jetzt alles verkauft habe, werden wir mal die nächste Quest machen. Das Flusswald. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Krimskrams, Eisen, Kriegshammer, Eisen 2, da verkaufen wir alles. Die Bella, die kenne ich gar nicht, wer immer das sein soll. Sonst habe ich ja nichts. Mhm. Gut. So, was habe ich jetzt noch an Quests? Vor dem Sturm, da muss ich nach Weißlauf. Erkunde die Badenakademie, tritt der kaiserliche Armee bei. Gut. Weißlauf ist hier oben. Das wird eine lange Reise. Denn sonst, glaube ich, gibt es hier ja nicht mehr Großartiges. Nein, wir brechen jetzt auf nach Weißlauf. Laufen nochmal durch das Blumenbeet. Und dann hoffe ich mal, dass mich nicht das nächste Untier zerfleischt auf dem Weg. Weil wirklich gut ausgerüstet bin ich ja jetzt auch nicht. Es wird Abend. Wegschild. Ist das schon die richtige Richtung? Ja. Hier komme ich nach Weißlauf. Und da steht ein Elch, der von mir wegläuft. Oder auch nicht. Er versucht es zumindest. Kommt ein Hase. Und da unten ist ein Haus. Ah! Boah, läuft mir ein Wolf nach. Mistvieh.
habe mir schon gedacht, was hechelt denn da auf einmal so? Dabei läuft mir diese scheiß Viech nach. Hallo Spiel. Danke Spiel. Also man kann sich hier wirklich nirgendwo sicher sein. Und ich sehe in der Ferne eine prächtige Stadt. Da ist schon Weißlauf? Nee. Das wäre eine kurze Reise gewesen, wenn das schon Weißlauf wäre. Da gehen Leute. Da gehen Leute spazieren. Hübscher Berg. Halt, wartet doch, wo geht ihr hin? Geht, sofort. Was macht ihr denn da? Nehmt diesen Mann zur Befragung mit. Was hat er getan? Ah, welches Recht habt ihr, Leute einfach zu verschleppen? Durch das kaiserliche Gesetz, das Talus verbietet, haben wir das Recht, alles zu tun, was wir wollen. Und jetzt geht ihr besser, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Das ist aber nicht nett, was ihr da macht. Die können doch diesen armen Kerl nicht einfach mitnehmen, oder? Ups, da ist mir der Pfeil ausgekommen. Ups, noch einer. Boah, du. Okay, das war eine scheiß Idee. Mehr habt ihr nicht drauf? Nein, mehr habe ich leider nicht drauf. Es tut mir leid. Ja, das war eine dumme Idee. Mache ich nochmal einen Stufenaufstieg. Ausdauer. Schießkunst habe ich. Schleichen, Schlösser knacken. Mit der Redekunst kannst du bessere Preise bei Händlern rausschlagen, andere dazu überreden, nach deinem Willen zu handeln. Hört sich ja ganz nett an. Das macht den Wiederherstellung. Die Schule der Wiederherstellung umfasst den Kontrolle von Lebenskräften. Diese Fähigkeit erleichtert das Wirken von Zauber wie Heilung und die Verteidigung und Schutz. Das könnte praktisch sein. Wiederherstellung. Tada! Ich habe Wiederherstellung erlernt. Ich habe einen Flammenspell. Heilspell. Da probieren wir doch gleich mal aus, oder? Cool. Aber ich habe jetzt voll Energie, von der bringt das jetzt eher wenig. Naja, wenn wir zurückkommen, werde ich diesen Weg, was ihr jetzt schon gesehen habt, erneut laufen. Und vor diesen, falls ich sie jetzt wieder treffe, ist ja nicht sicher, werden wir uns das nächste Mal sehen, wenn es wieder heißt, The Elder Scrolls 5 Skyrim.